da sie genau wissen, worauf das hinauszulaufen hat, ohne zu wissen, warum das so gemacht zu werden hat, aber es deutlich als Imperativisches zu verspüren, sind sie in Analogie zu sehen zwischen diesen hilflosen Treiben in einer Nussschale auf dem Ozean oder in diesem herumgewirbelt werden zwischen kleiner Zwerg, zwischen Neutronenstern und schwarzem Loch, dass sie einerseits, was sie selbst und ihre kindlichen Anhänglichkeitstriebe und beschützt werden und begehrt und geliebt werdenswünsche, nichts anderes sind als selber mit Zärtlichkeit und Schutz und Unterstützung zu betrauende Kinder. Als Neutronenstern überkommt sie die Überwältigung dieses verandernden, verewigenden, transmetaphorischen Metaphernprojekts durch überwältigende Energien qua Pulsar und am Ende sind auch sie konfrontiert mit dem Ereignishorizont an der Akkretionsscheibe dieses herumwirbelnden Vortex des schwarzen Tödlichen und diesem genauso unabwendbar in hilflos ausgesetzt wie alles Lebendige. Wie sie diesen Spagat von einerseits Erhaltung, Homöostase, Versorgung, Besorgung des eigenen Körpers und ihrer Abzweige im Wirklichen und andererseits die Rolle als geliebte Mutter, als Weihegefäßträgerin und Neuweltenschöpferin und dann wieder auf den Würdwerdethron der wiederhergestellten und gereinigten guten Ehre und Ruf nach den Höllenfahrten, qua Himmel wieder auffahrten, auf denen die über den Sternen thront, wie sie also einerseits ihr Untertanentun, ihre Unterwerfung, ihre Versorgungsansprüche und andererseits die Aufgabe, das Reale zu deichseln, die Königin ganzer Völkerpyramiden, die Beherrscherin der realen Herausforderungen an unüberwindlichen Grenzbarrieren unter einen Hut kriegen, sprich zärtliches Kind, geliebte Mutter und dann Hekate. Das ist schon ein Spagat, der ebenfalls unter die Phänomene gehört, des fast Unbegreiflichen.